So, wir sind jetzt auf einer ganz anderen Strecke. Das ist die Cantpatia. Das ist die Straße, die auch hinten an den Reitstellen dran vorbeigeht. Und wir biegen jetzt hier mal links ab und auf der rechten Seite gibt es hier das Hotel Green Garden. Hier sind komplette neue Busbuchten entstanden. Das ist der sogenannte Busbahnhof, den wir hier haben, wo sich eigentlich alle Buslinien, die hier mit Cala Radiada zu tun haben, dann auch in irgendeiner Form treffen. Wir haben hier auf der linken Seite das Prinz Hotel La Pineda, ein ganz beliebtes Hotel. Und von hier aus geht es weiter runter, als ob wir Richtung Zentrum wollten, und machen gleich mal einen kleinen Schlenker nach rechts. Dann seht ihr die zentrale Lage. Ups, dann seht ihr auch die zentrale Lage von dem Hotel The Sky. So, das ist hier bei dem kleinen Gemüsemann rein und das ist Hotel The Sky. Von hier aus geht es dann geradeaus weiter durch. Es gibt hier natürlich eine ganze Menge Apartmenthäuser auch, die da sind. Nochmal zum Sky, zentral, die legen in unmittelbarer Zentrumsnähe und hier biegen wir mal ab. Linke Seite, Flacalco. Ah, okay, wunderbar. Den hätte ich jetzt vergessen, Monika. Hier ist Magic Dollar. Hier auf der rechten Seite gibt es dann die Bodega von Tanja. Und ja, Monika, wollen wir geradeaus Richtung Amoros? Wunderbar, dann machen wir das auch. Also, jetzt sind wir hier wieder auf der Via Mallorca. Und auf der rechten Seite seht ihr das Hotel Amoros. Links ist da der Fitness-Center von Amoros. So, Monika, möchtest du, dass wir gleich dort unten geradeaus durchfahren oder willst du lieber links? Wir fahren mal links. Okay, dann sind wir wieder auf der Eleonora Severa. Ja, und das, was wir jetzt machen, das ist unsere kleine, ganz andere Tour mal, um euch so ein bisschen von den Örtlichkeiten her auch die Hotels zu zeigen, wo ist was und wo findet man was. Wir drehen jetzt hier einmal eine Runde um den Pinienplatz drumherum, denn hier mitten im Zentrum, im belebten Zentrum, wenn es dann so ist, seht ihr hier auf der rechten Seite das Coe. Die haben eine tolle Dachterrasse auch oben mit drauf. Hier ist ja auch immer der Wochenmarkt. Lokal Chuka ist hier mit am Pinienplatz dabei. Und einmal die Runde hier. Hotel so. Gami. Hotel Gami ist da, ja. Wenn du ein bisschen geradeaus fährst. Das mache ich jetzt. So. Das mache ich jetzt. Hier ist... wie heißt das jetzt? Ja. Ja, fällt mir der Name nicht ein. Ja, ja. Ab und zu fällt bei uns eben halt auch nicht so ganz schnell der Groschen, wie wir gerne hätten. Die Vielzahl an Informationen, die man hier abspeichern muss, speziell auch für euch, die ist schon gewaltig von der Datenmenge her. Deswegen bitten wir auch ab und zu mal dazu um Entschuldigung, wenn wir mal was vergessen haben oder wenn es nicht gerade so flott geht, wie es sein sollte. Ja, und unsere kleine Tour für die Örtlichkeiten so ein bisschen zum Orientieren von den Hotels und von den Hostels geht weiter. Wir sind auf der Cala Aguda, auf der Eleonora Severa und fahren jetzt Richtung Cala Gat. Hier auf der linken Seite seht ihr das Hostel Cala Ratiada und wir fahren weiter geradeaus. Dann kommen wir gleich zu dem Hostel Marina. Monika, was haben wir noch Uncas hier? Bambu, älteste Hotel von Cala Ratiada. Das haben wir jetzt auf der rechten hier Seite. Hier ist Uncas Bambu. Ja, da ist das Hostel Marina. Auch bekannt. Ja, so und wenn wir jetzt weiter durchfahren würden... Kommen wir zu Cala Gat. Das machen wir aber jetzt nicht. Nein. Okay, wir fahren jetzt hier vorne mal links ab.
Da geht es wieder ins Zentrum mit ein paar Umwegen hier. Hier ist ja viel, nicht nur rechts vor links, sondern Einbahnstraße und dann wieder die Durchfahrtmöglichkeit gegeben. Monika, wir bleiben geradeaus. Ist das in Ordnung? Wir bleiben geradeaus, ja. So, hier entsteht gerade ein Neubauobjekt. Montesol, Hotel Montesol, linke Seite. Das war linke Seite. Wir kommen jetzt hier auf der rechten Seite auch zu Los Arcos. Am Los Arcos dran vorbei, ja. Bekannt genau. Für exzellente Küche. Naja, und die Bautätigkeit hört nicht auf. Das seht ihr jetzt hier auf der linken Seite wieder. Und wir fahren jetzt von hier aus, Monika, idealerweise, denke ich mal, geradeaus. Richtung Diamant. So. Hier auf der rechten Seite ist der riesengroße Park mit Kinderspielplatz und... Vom Hotel THB y Terras. Okay. Rechte Seite Freizeitpark mit Fitnessgeräten und einen Agility-Platz. Hier gibt es das Alster Hotel. Iliot Park Hotel, linke ja. Seite. Und jetzt geht es hier rechts hoch. Und dann kommen wir hier oben vor Kopf. Hotel Turopins. Ja. 5 Sterne. Ja. Und wir fahren jetzt von hier aus einfach mal Richtung Taucherbucht. Weiter Richtung Taucherbucht. Genau. Linke Seite Park Nereida. Ja, das Meer ist ein bisschen bewegt heute an diesem Mittwoch, 16.03. Rechte Seite THB Calle Terras. Park Nereida, hier linke Seite. Meer ist ziemlich aufgewühlt heute. Monika, und hier machen wir mal einen Schnitt, wenn du die Bucht unten, die Taucherbucht mit drauf hast. Und dann drehen wir mal und fahren jetzt mal von hier aus weiter.